So, und weiter geht's. Ein Live haben wir schon hinter uns. Wir haben den ersten Hippo gelegt. Jetzt können wir weiter. In der Hoffnung, dass ich nicht hier schon wieder irgendwo drauf gehe. Diesmal lasse ich mich nicht von irgendwelchen dummen Lebenspunkten, die hier irgendwo rumfliegen, packen. Ja, gut, alles im grünen Bereich. Boom. Zum Glück nur noch da lang. Und dann sind wir zumindest schon mal beim Save Point. Uff. Bitte weist mich darauf hin, wenn ihr hier irgendwo einen Buchstaben rumfliegen seht. Den brauche ich ganz, ganz dringend, weil sonst komme ich nicht in die Wily Stage. So, der zweite Hippo. Im Moment läuft es noch ganz gut, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ihr kennt's ja. Ich sag's doch. Oh Mann. Ja. Glück im Unglück nennt man sowas. Stimmt, jetzt wo ich mich gerade überlege, wie ich meine Waffen wieder auffüllen kann, ich glaube, das kann man auch bei Dr. Light. Das machen wir aber erst später. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Ja, jetzt kommst du von unten, ist klar. Lustig ist auch, dass man immer nur drei Schüsse gleich direkt hintereinander abfeuern kann und da vier solcher komischen Schanzen stehen. Also ich meine vier so Kästchen, die man wegholzen kann. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal so. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus auf die Art und Weise. Ja, sehr gut. So, ja. Bumm. Wie man dort oben hinkommt, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, sagt es mir bitte. Vielleicht hier mit einem Napalm oder so. Den Weg frei sprengen, keine Ahnung. Nee, das nicht. Hä? Bei dem passiert hier nichts. Ah ja, okay. Ja, wie auch immer. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich pfeife jetzt auf Energietanks. Die schmeiße ich in einem Sonderverkauf raus. Ich setze bei eBay rein, ist mir egal. Nein! Ah! Ich hab's kommen sehen. Und hab natürlich sehr souverän gelöst. Ich kann mich noch ganz genau an die Stelle hier erinnern. Bloß nicht reinsliden. Das sieht genauso unschön aus. Und ihr habt auch gesehen, wie unschön so etwas aussehen kann. Hey, super. Ja, noch einer der Gründe, warum ich den Energietank hier genommen habe. Nein, oh Mann. Ich krieg zu viel.
So, den unteren Weg gehe ich auch. Never. Niemals. Nein. Oh Mann. Ich will nicht mehr. Mag nicht jemand für mich dieses behinderte Spiel durchspielen. Ich will nicht mehr. Jetzt kommt nicht auf die Idee zu sagen, ja, aber der Darth, der hat ja gesagt, das Spiel ist ja eigentlich sau easy. Ist es auch. Aber nur wenn man 4 oder 5 Jahre alt ist. Nein, wenn man 7 oder 8 oder 9 ist oder so. Dann scheint es vielleicht eine lustige Alternative zu Freunden, Büchern oder sonstigen Kram zu sein. Alter, ohne Lebenspunktverlust. Wow, ich bin begeistert. Oh, so ein Dreck. Ja, sowas muss natürlich auch passieren. Ja, jetzt schieß ihn wenigstens ab, Mann. Und wieder diese Stelle. Und diesmal gehe ich hier doch irgendwo drauf. Ich kenne den ganzen Kram doch. Ja, komm. Ja. Den nimmst du mit. Den. Und, jawohl. Komm, komm, komm. Flap, flap. Weiter als je zuvor. Ich werd verrückt. Oh, da ist das L. Das kriegen wir. Sehr schön. Und? Ah! Bitte! Was? Was ist in euch geraten, Leute? Was soll der Scheiß? Alter, Leute, wie komme ich hier raus? Wie komme ich da wieder hoch? Helft mir! Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich lebe noch! Oh! Oh Mann! Das. Oh nee! Jetzt lass das hier bitte die richtige Waffe sein. Alter. Das will irgendwie nicht. Gut, dann erst nochmal. Neuen Energietank. Abgereihen damit dir. Dann spucken wir halt eben mit Napalm auf dich. Das ist wohl auch nicht die richtige Waffe. Jetzt kommt's. Jetzt verhau ich all meine Energietanks für einen Gegner, den ich wieder mit dem I. Hat irgendjemand diesen Stein da gesehen? Hey. Ich glaube, ich habe den Trick herausgefunden. Ah, von wegen Trick herausgefunden. Energietank. Ganz dringend Energietank. Mein letzter.
Ich werd verrückt. Ich hab's geschafft. Ich bin über der Zeit. Ich muss hier abbrechen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis später.